Hallo und ganz herzlich willkommen zu meinem neuen Video und zu meinem, ich glaube, ersten Q&A, denn ich habe euch auf Instagram eben gefragt, ob ihr irgendetwas wissen möchtet und ich habe mir alle Fragen hier mal aufgeschrieben, damit ich auch keine vergesse. Und ich würde auch sagen, wir fangen einfach direkt an, ohne jetzt viel drum herum zu reden. Die erste Frage ist ganz witzig, die mir gestellt worden ist, und zwar, wer bist du? Ja, gute Frage. Also ich bin die Julia, ich bin 25 Jahre alt und ich hatte einen Traum und das war das erste eigene Pferd. Also diesen Traum habe ich wirklich seit Ewigkeiten schon und den habe ich mir erfüllt. Und ja, um das geht es eben auch hier auf diesem YouTube-Kanal und aber auch auf Instagram, wo ihr mir gerne folgen könnt, wenn ihr das noch nicht macht. Da versuche ich tagtäglich mitzunehmen und ja, schaut da gerne mal vorbei, denn da geht es einfach rund um das erste eigene Pferd und wie ich damit so klarkomme, ist eben ein 2,5-jähriger Morgen, also ein recht junges Pferd. Und ich bin gespannt, wo unsere Reise hingeht und da könnt ihr uns eben gerne mitverfolgen. Dann die zweite Frage, wie bist du auf YouTube gekommen, also selbst YouTube zu machen? Das ja, hat eigentlich so angefangen, dass ich früher immer nur dachte, dass man auf YouTube Musik hören kann. Also das war wirklich vor Jahren. Und dann irgendwann habe ich so Schminkvideos geschaut und habe dann selbst so getan, als würde ich auch ein Tutorial machen, wie man sich schminkt. Und irgendwann habe ich dann auch so eine Kamera gehabt und habe das sogar aufgenommen und wollte einfach das genauso machen wie eben die YouTuber, nur habe mich natürlich nie getraut, das hochzuladen. Und irgendwann habe ich dann teilweise auch so Schminkvideos hochgeladen, aber das war dann doch nicht so meine Welt, denn mein Ich hat sich verändert und ich lege jetzt gar nicht mehr so viel Wert auf Schminken. Ich schminke mich auch fast gar nicht mehr, aber das hat mir eine Zeit lang sehr viel Spaß gemacht. Auch jetzt ab und zu mache ich das noch gern, aber ich habe mir dann gedacht, weil mir das Video drehen und schneiden prinzipiell Spaß macht und ich eben gerne ein Pferd haben möchte, dachte ich mir, es ist doch ganz cool, wenn ich so in 10 Jahren zurückschaue, was ich alles erreicht habe und das Ganze eben festgehalten auf Videos. Da hat man dann wieder einen besseren Vergleich und ja, so habe ich dann selbst einfach angefangen, YouTube zu machen, ohne groß eigentlich drüber nachzudenken. Mache ich einfach genau das, was mir Spaß macht und es soll einfach für mich so ein bisschen, ja, eine Aufbewahrung sein von Erinnerungen, denn heutzutage finde ich, druckt man Fotos oder sowas gar nicht mehr so wirklich aus, sondern hat die immer nur am Handy oder am Computer. Aber wenn das Video im Internet ist, dann kann man sich das immer anschauen, man kann das Freunden zeigen, Familienmitgliedern zeigen und es ist eben nicht nur für mich spannend zu sehen, sondern eben dann auch für andere Leute, die vielleicht sich irgendwie inspirieren lassen wollen und deswegen auch JP Inspires, ja. Und übrigens JP, das ist auch eine Frage, steht für meine Initialen. Also J für den Vornamen und das P eben für den Nachnamen. Die nächste Frage, wie lange reitest du schon? Also ich habe schon ganz, ganz früh angefangen, weil meine Großeltern immer Pferde hatten. Und da bin ich schon als Baby oder zumindest mit 3 Jahren sicher auch schon oben gesessen. Und dann habe ich auch angefangen, Reitunterricht in einer Reitschule zu nehmen, wo man halt wirklich, ja, 6 bis 10 Pferde in einer Reihe war und ich bin irgendwo mittendrin gewesen und einfach auch immer mitgeritten. Und dann irgendwann habe ich gewechselt und war in einer anderen Reitschule, wo ich dann auch ausreiten gehen durfte und auch mehr gelernt habe. Dann habe ich teilweise Springunterricht mal viel genommen und ja, also so prinzipiell reite ich eigentlich schon mein Leben lang, würde ich sagen, aber immer so ein bisschen dort und meine erste Reitbeteiligung hatte ich dann eben mit 17 Jahren. Da habe ich auch schon ein Video dazu gemacht. Das könnt ihr euch gerne mal hier oben ansehen, da verlinke ich euch das. So, nächste Frage. Wann habe ich gemerkt, dass es Zeit für das eigene Pferd ist? Das habe ich sehr früh gemerkt. Also, wenn es nach mir ginge, hätte ich auch schon mit 6 Jahren gerne ein eigenes Pferd gehabt. Ich habe doch immer auf die Wunschliste fürs Christkind. Da machen wir immer Wunschlisten. Ich weiß nicht, ob das in Deutschland oder woanders auch üblich ist. Und da schreibt man eben immer drauf, was man sich wünscht. Und ganz oben war immer ein eigenes Pferd. Also ich wusste schon mit 6 Jahren, dass ich bereit bin für ein eigenes Pferd. Nur meine Eltern dachten sich, nein, das denken wir nicht. Und ja, es war, seit ich ein Kind bin, ein großer Traum. Und dieser Traum hat einfach nie losgelassen. Also ich habe mir jetzt nicht vor 2 Monaten gedacht, ich kaufe mir jetzt mal ein eigenes Pferd und jetzt bin ich bereit. Sondern das war wirklich ein Traum, schon seit ganz, ganz langer Zeit und ich wusste, ich bekomme diesen Traum nur erfüllt, wenn ich selbst eben dran arbeite, das heißt nach der Schule arbeiten gehen
sich so ein bisschen einen Puffer auf die Seite legen und dafür sparen, dass man dann sich ein eigenes Pferd eben leisten kann. Ja, also ich wusste es schon immer, dass ich irgendwann ein eigenes Pferd haben werde und man weiß es dann eben, wenn man die finanzielle Unabhängigkeit hat und wenn man sich die Zeit nehmen möchte fürs Pferd. Genau. Ja, so war das dann eben. Next one. Wann möchte ich anfangen, richtig mit ihm zu arbeiten, also vom Boden aus? Ich würde sagen, ich arbeite schon richtig mit ihm. Also es fängt halt bei mir an bei meinem Bereich respektieren und ich respektiere seinen Bereich, dann Führübungen machen und auch nachgeben, also auch dem Druck weichen. Und das sind Übungen, die für mich schon zur richtigen Bodenarbeit dazugehören. Jetzt möchte ich langsam anfangen, auch schon mal so ein bisschen die Anfänge vom Longieren, dass er um mich herum geht. Aber am Anfang war mir mal die Vertrauensbasis sehr wichtig und dass er einfach Respekt hat vor Menschen. Und jetzt fange ich das dann langsam an. Also ja, das verstehe ich jetzt eben unter richtiger Bodenarbeit. Mache ich eigentlich schon seit Beginn an, ist natürlich immer altersentsprechend und wir bauen alles, also was Stangen angeht oder Cavalettis und sowas, das bauen wir nach und nach ein. Aber ich lasse mir ganz viel Zeit und schaue auch immer, wie es ihm halt geht und wie er sich so fühlt. Und wenn er mir irgendwie zeigt, dass er das alles schon super gut macht und er mehr möchte, dann fange ich eben an, den nächsten Step zu gehen und ja, gehe da eigentlich recht individuell vor. Eine der meistgestelltesten Fragen, wann und wie möchte ich ihn anreiten, einreiten? Mache ich das ganze Western und so weiter? Gute Frage, kann ich auch bis jetzt noch immer nicht beantworten, weil ich es eben selbst noch nicht weiß. Prinzipiell ist die Rasse, das Morganhorse, die sind Spätentwickler. Das heißt, man fängt dann normalerweise nicht schon wie bei anderen Pferden vielleicht mit 3 Jahren an zum Anreiten, sondern eher später mit 4 Jahren. Ich möchte mich da auch wieder auf mein Gefühl verlassen und einfach schauen, wie es kommt. Und dadurch, dass ich ihn jetzt auch noch nicht so lange habe, möchte ich dann einfach auch in der richtigen Bodenarbeit schauen, wo einfach seine Vorteile liegen und was ihm gut gefallen wird. Ja, und dementsprechend möchte ich ihn dann einreiten. Ich möchte auch mit dem Pferd so viel arbeiten, wie ich mir selber zutraue und es funktioniert. Und dann mir eben auch Trainer holen. Ich werde mir auch so Trainer holen, einfach um auch immer verschiedene Perspektiven zu haben und verschiedene Eindrücke und auch Tipps und Ideen zu bekommen. Aber ja, ich habe jetzt keinen speziellen Tag, dass ich sage, an seinem 4. Geburtstag fange ich an, einen Sattel drauf zu geben. Überhaupt nicht. Also ich mache das so, wie es halt kommt und wie ich es machen werde, weiß ich eben auch noch nicht. Ich kann da wirklich noch gar keine Antwort geben. So, nächste Frage. Warum hast du den Stall gewechselt? Wer es noch nicht gesehen hat auf Instagram, ich habe den Stall gewechselt. Das kam sehr spontan für den einen oder anderen. Für mich war das schon ein bisschen länger im Kopf. Und jetzt erzähle ich euch also mal, warum ich den Stall gewechselt habe. Der Stall, wo ich davor gestanden bin, hat auch einige gute Eigenschaften. Deswegen habe ich ja auch diesen Stall ausgewählt. Aber wenn man dann halt tatsächlich in dem Stall steht, dann fallen einem Dinge auf, die man davor vielleicht, weil es natürlich auch mein erster Stall ist, den ich gesucht habe für ein Pferd, leider nicht direkt klar waren. Prinzipiell sind mir genau 3 Dinge wichtig und die stehen bei mir im Fokus. Das ist zum einen, beziehungsweise vielleicht sogar 4 Dinge. Zum einen ist es, dass das Pferd genügend und ausreichend Auslauf hat. Das ist mir ganz, ganz wichtig und dieser Auslauf sollte natürlich nicht jetzt 1 Meter Gatsch haben, sondern das sollte schon befestigt sein oder zumindest teilweise befestigt und sauber hygienisch. Also prinzipiell mal der Auslauf ist mir ganz, ganz wichtig, gerade weil er ja noch jung ist und sich viel bewegen muss und soll und deswegen ganz wichtiger Punkt, der Auslauf. Als nächstes, genauso wichtig, ist das Heu und die Qualität vom Heu. Ich möchte ein gutes, qualitativ hochwertiges Heu haben und es soll ausreichend Heu auch vorhanden sein. Und der dritte Punkt ist ausreichend Wasser, das heißt immer Wasser zur Verfügung. Rund um die Uhr. Und dann der 4. Punkt ist eben, dass er in einer Herde lebt. Also das ergibt sich dann irgendwie durch die anderen Sachen. Also man hört schon, es sollte eben ein Offenstall sein, ein Aktivstall. Auf jeden Fall da, wo er den ganzen Tag draußen ist. Es wäre für mich auch in Ordnung gewesen, wenn er in die Nacht in die Box kommt. Lieber ist es aber so, wie es eben der Fall eben jetzt in beiden Stellen ist, dass er in einem Offenstall wohnt. Ja, und der Stall, wo ich davor stand, da habe ich auch ausreichend und super gutes Heu gehabt. Er war auch in einer Herde, aber es wurde mir versprochen, dass der Auslauf fertig ist, sobald mein Pferd da ist.
Das war eben leider nicht der Fall. Und dann hat man gesagt, dass es nächstes Jahr im Frühling soweit ist. Aber ich möchte da einfach nicht pokern, weil ich meine, es hat geheißen, dass er jetzt schon da ist, der Auslauf, wo ich komme. Er war nicht da, jetzt heißt es, er kommt dann im Frühling, dann heißt es vielleicht, na, er kommt dann im Herbst. Und das, ja, war schon mal ein Grund, wo ich mir gedacht habe, weiß ich nicht, ob ich dem jetzt vertraue, wenn man mir eigentlich versprochen hat, dass es eben schon da wäre, der Auslauf, wenn ich mit meinem Pferd komme. Der nächste Punkt war dann die Herdenzusammensetzung. Wir hatten auch in der Gruppe Pferde, die teilweise noch nie in einem Offenstall waren oder in einem Herdenverband gelebt haben. Und mit Herde meine ich jetzt mehr als zwei Pferde. Und das hat man dann schon gemerkt. Und auch wie er was angekommen ist, war ganz unruhig. Also es war natürlich das erste Mal in einem anderen Stall und dafür hat er sich vielleicht auch normal verhalten. Aber er ist eben viel gestiegen, er hat viel gewirrt, er hat viel gequietscht und es war sehr, sehr aufregend. Und der tatsächlich ausschlaggebende Grund war dann, dass wir am Freitag eine Nachricht erhalten haben, dass am Samstag das Wasser geklort wird. So stark geklort wird auch, dass die Pferde nicht trinken sollen und auch nicht trinken. Und diese Nachricht haben wir bekommen um 16 Uhr, glaube ich, am Freitag. Und am Samstag um 7 wird das Wasser geklort und so eine Art viel, viel Spaß dabei. Und wir mussten uns einfach selber drum kümmern. Also alle Einsteller mussten selber schauen, wie sie Wasser bekommen. Man musste selber Tanks organisieren, was halt schwierig ist, weil wir nicht einmal 24 Stunden Zeit hatten. Wir mussten also auch die Feuerwehr kommen lassen, die uns das ganze Wasser auffüllt. Ich hatte zum Glück Urlaub und bin halt täglich mit Wasserkanistern zu meinem Pferd gegangen und habe ihm eben Wasser von zu Hause mitgebracht. Und das war dann für mich der Punkt, wo ich gesagt habe, das mache ich sicher nicht nochmal mit, denn wenn ich keinen Urlaub hätte, ja, dann hätte ich mich auf die anderen verlassen müssen, dass sie das machen. Das hätten sie wahrscheinlich auch gemacht, aber wie kommen die Einsteller dazu, selber sich um Wasser zu kümmern? Und wenn das dann vielleicht öfters im Jahr vorkommt, oder es reicht auch, wenn das einmal im Jahr vorkommt, das sehe ich halt nicht so ganz ein, dass man sich als Einsteller darum kümmern muss, sofern es eben auch so kurzfristig erst gesagt wird. Und das war auch ein ausschlaggebender Grund. Und dann gab es noch andere Gründe, wie der Stallbesitzer ist nicht erreichbar und man kann nicht mit ihm reden und so weiter und so fort. Also eine lange Liste an Gründen. Und deswegen habe ich mich eben nach einem anderen Stall umgesehen und wollte dann wirklich alles besser machen. Es hat mich nämlich doch sehr geärgert, dass ich das nicht kommen sehen habe. Aber aus Erfahrungen lernt man und jetzt im zweiten Stall, im nächsten Stall, den ich gefunden habe, da bin ich super happy, weil es war, als hätte auch er was einen sechsten Sinn gehabt, irgendwie, dass wir jetzt woanders vielleicht aber eben auch an einem besseren Ort hinkommen. Er ist nämlich ohne zu zögern einfach in den Hänger rein. Er ist dort angekommen und wir hatten so eine entspannte Eingliederung. Also der ist einfach in die Herde dazugekommen, er hat alle beschnuppert, es gab kein Steigen, es gab kein Quietschen, es gab gar nichts einfach. Einmal beschnuppern, ah, du bist das, okay, und fertig. Sie haben dort viel mehr Platz, sie haben dort auch wunderschöne Weiden. Sie leben auch in einer Sechser-Offenstall-Reine-Wallach-Gruppe, Herde. War das jetzt ein deutscher Satz? Ich weiß es nicht. Sie haben immer Wasser zur Verfügung, sie haben immer Heu zur Verfügung. Das Heu ist von guter Qualität. Sie haben mehrere Unterstände, der Auslauf ist befestigt, es ist kein Gatsch und alle Pferde sind super freundlich und herdenverträglich auch. Die wohnen schon ganz lange in diesem Offenstall. Und da, wo er eben jetzt dazugekommen ist, da gibt es auch einen Appaloosa, der auch 2 Tage vor Eros angekommen ist und die beiden verstehen sich ganz, ganz toll. Also die sind wirklich schon ein Herz und eine Seele und das freut mich einfach, dass ich jetzt mal abschalten kann und mir nicht Gedanken machen muss, was kommt als nächstes. Denn immerhin war ich erst einen Monat in dem alten Stall und habe schon so viel Negatives erlebt und das drückt natürlich dann auch selbst die Stimmung, weil man selbst ja auch schon aufgeregt genug ist, dass jetzt das Pferd da ist. Aber das hat mir dann doch sehr zugesetzt und ich denke, es war auf jeden Fall die richtige Entscheidung, den Stall zu wechseln. Ich muss jetzt zwar länger fahren, aber das nehme ich natürlich auch gerne in Kauf. Gut, so viel dazu. Ich sehe gerade, die nächste Frage ist, wie lange fährst du in den Stall? Also ich bin in den alten Stall, bin ich gefahren, keine 15 Minuten, also so 10 bis 12 Minuten würde ich sagen. Und jetzt in den neuen Stall fahre ich 25 Minuten, 20, 25 Minuten. Und das ist aber auch vollkommen okay für mich, für das, dass ich weiß, dass es ihm dort gut geht und er laufen kann und Spaß haben kann. Und
das ist eben das Allerwichtigste. Und erst im zweiten Schritt kommt dann, was bietet der Stall für mich? Also hat er jetzt eine Halle oder ein Round Pen oder ein Viereck und was auch immer. Das ist wirklich nebensächlich. Wichtig sind mir eben diese 3 bzw. 4 Gründe. Genau. Und schreibt mir auch mal gerne, wo euer Pferd steht. Habt ihr da einen Offenstall, Aktivstall oder seid ihr ein Fan von der Boxenhaltung? Würde mich sehr interessieren, wo die Mehrheit so ihre Pferde stehen hat. Die nächste Frage, was hast du vor, mit Eros zu erreichen, Turniere und so weiter? Ja, auch das ist eine Frage, über die ich mir noch gar keine Gedanken gemacht habe. Also prinzipiell, was mir generell Spaß macht, ist einfach mit dem Pferd zu springen. Das macht mir Spaß, also über Geländehindernisse. Wäre natürlich cool, wenn ich das mit ihm machen könnte. Und wenn es nicht ist, also ich liebe es auch lange Ausritte zu machen. Ich möchte gerne mal Wanderreiten gehen, aber ich habe jetzt nicht ein bestimmtes Ziel, dass ich irgendetwas unbedingt machen muss und erreichen möchte. Ich will einfach nur Spaß mit meinem Pferd haben und ja, eine Partnerschaft einfach haben. Gut, letzte Frage. Wolltest du schon immer einen Palomino haben? Nein, ich wollte nicht schon immer einen Palomino haben. Mir war sowohl die Rasse, also Rasse würde ich immer sagen, fast egal. Ich wusste, was ich nicht möchte. Also mir war die Rasse nebensächlich, mir war das Aussehen komplett egal und ich wollte schon einen Wallach haben, das schon, weil ich irgendwie damit besser umgehen kann, aber wenn da eine Stute gewesen wäre, die perfekt passen würde, dann hätte ich da auch nicht Nein gesagt, aber prinzipiell war ich eher Team Wallach, aber das Aussehen war mir wirklich komplett egal. Es ist mir wirklich auf den Charakter angekommen und wie ich dann eben beim Züchter war, um einfach nur die Pferde anzusehen, ist mir der einfach die ganze Zeit hinterhergegangen. Und ich hatte da auch noch wen mit und dem ist er gar nicht hinterhergegangen, sondern immer nur bei mir. Und das ja, war eigentlich so, dass er mich ausgewählt hat und nicht wirklich ich ihn. Und da ist mir dann eben auch nicht mehr aus dem Kopf gegangen. Und dann dachte ich, naja, Moment, ein eigenes Pferd, das erste eigene Pferd. Und dann war der erst damals 1,5. Mache ich das wirklich? Und ich habe nicht sofort unterschrieben und gesagt, den nehme ich, sondern ich habe mir das 3 Monate lang sehr, sehr gut überlegt und viel nachgedacht, um einfach eine Entscheidung fürs Leben auch zu treffen. Denn ein Pferd zu kaufen ist eine Sache, die wirklich wohl überlegt sein sollte. Und das habe ich auch getan. Und da war es mir wirklich egal, ob er jetzt ein Palomino ist, ob er ein Rapper wäre, ob er ein Schimmel wäre, was auch immer. Es war wirklich sein Charakter, der mich überzeugt hat und ja, somit ist diese Frage, denke ich, auch beantwortet. Wenn jetzt noch Fragen offen sind, dann schreibt sie mir gerne in die Kommentare, dann beantworte ich die gerne bei einem nächsten Video oder auch direkt in den Kommentaren. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und es war informativ für euch und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag, Mittag, Abend, Nacht und bis zum nächsten Mal. Baba!